Normal, quem que tá aqui o cozinho do Gui? Quem que tá o Pacoá? Não precisa dizer nada de trabalho, que aqui se tira oito de abrir para esse momento. Não me esqueça. Aqui é lanque, não sei se me capote. Aqui é corte, tem esse pé fracundo. Muss ich merken, mit dem Körper, linke Fuß und rechte Fuß Gewichtsverlagerung, dass ich hier raus muss. Das heißt, ich kann vorne. Ich zeige jetzt nochmal. Und dann kommt der hier gut raus. Und zwar ohne hier zu tanken, sondern ordentlich sitzen. Und auch teilen wird das jetzt nicht so was. Wenn ich diese teilen, sondern korrekt teilen, das zeige ich nochmal in der. In die 10 Meter. 1, 2, 3. So, das ist hier 10. Ein Yang, zweites Yang und drittes Yang. Von hier, dieser Faust ist 10. Und wenn ich jetzt das Gewicht vorne im Yang nicht merke, dann merke ich, dass ich dann hinten nicht mehr kann. Ich jetzt, wenn ich schnell genug hier bin, vielleicht den verkehrten Fuß machen, muss ihn hier aber doppelt ziehen und muss ihn hier drehen. So, das heißt, ich muss ihn von hier anlaufen. Und zwar in 1. Geht nicht. Das geht. Jetzt. Schnell merken, irgendwas ändert sich, Pacoá ist fein, vorne ist das Gewicht frei. Wenn es hinten nicht gemütlich bleibt, ist das sinnlos. So kommt er hier lang und hoch, jetzt hat er die Möglichkeit. Dann, na hier, ist der gut frei. So, jetzt easy, ohne Kranke. Ja, sehen. Man ist dann nicht schnell genug und verliert dann trotzdem. Aber diese Yang-Kern-Verteilung im Gewicht von den Shenmingern ist wichtig. Und wieder Wetter zu tanken in Brunswick. Dann geht das von hier. Jetzt ist es okay. Bei der Tuiming-Kang ist hier lang. So, jetzt wieder hier hoch. Da darfst du jetzt hin. Komm mit. Das muss man fühlen. Dann das bis zu 30% Gewichtsverlagerung mit hinten und vorne stimmig ist und wann nicht. Und wann das einen zur Anmaßung zwingt oder wann einen das in der Rechtsachneigung verwenden lässt. Das war nochmal, ihr kennt ihr da auch. Gottes zu dir, Psychologie und Pacoá. In interner Weltenschauung können praktisch erklärt, fürs Praktische erklärt.